In unserer Lesestunde liest heute noch einmal der Schriftsteller Paul Ingendey. Sie hören zwei Erzählungen aus seinem Buch »Die Nacht von Madrid«, das im Jahr 2016 im Piper Verlag erschienen ist. Ingendey, 1961 in Köln geboren, hat viele Jahre als Schriftsteller, Journalist und Literaturkritiker in Madrid gelebt. Zuletzt erschien von ihm das Buch »Gebrauchsanleitung für Andalusien« und der Roman »Königspark«. In der »Nacht von Madrid« drehen sich fünf Erzählungen um eine junge Frau namens Christina, darunter die beiden nun folgenden: »Tina hilft« und »Kopfsteinpflaster«. Es liest Paul Ingendey. Kopfsteinpflaster. In den letzten Jahren ist es besser geworden mit ihrer Flugangst. Sonst hätte sie am Sonntagnachmittag den Zug genommen. 5 Stunden sind keine Ewigkeit. Doch an diesem Tag fühlt Christina sich an die schlimmsten Angstzustände erinnert, die sie in Flugzeugen je erlebt hat. Sie ahnt schon, was auf sie zukommt, als der Kapitän seine Begrüßungsdurchsage macht. Starker Wind werde sie auf dem Flug von Madrid nach Asturien begleiten, gibt er durch. Wegen der Turbulenzen sollten alle angeschnallt bleiben, besonders bei der Landung in Asturien könne es rumpeln. Sie wissen doch, wie es in Nordspanien bläst. Dann sagt der Kapitän etwas Lustiges, das die Fluggäste beruhigen soll. Aber Christina fühlt sich auf ihrem Mittelplatz eingekeilt und ausgesetzt zugleich. Probeweise hat sie mit den Händen die Armlehnen umklammert und fest zugedrückt. Dabei haben sie noch nicht einmal die Startposition eingenommen. Sie rollen noch. Ihre Sitznachbarn auf dem Abendflug von Madrid nach Asturien beachtet Christina kaum. Sie weiß nur, dass es Männer sind. Beide schlank und mittelgroß. Auch der Mann zu ihrer Rechten hat nicht viel Aufmerksamkeit für andere Menschen. Insofern könnte man sagen, dass er und Christina sich ähneln. Der Mann ist Ende 40, hat graue Augen und ein schmales Gesicht. Er fliegt so oft, dass er die Fluggäste nur noch wie eine Herde betrachtet. Menschen vor ihm, Menschen hinter ihm. Alle tragen oder ziehen etwas, das sie schnell verstauen möchten. Dann richten sie sich in ihren Sitzen ein und hoffen darauf, dass es möglichst schnell vorbei ist. So einer ist er auch. Wann immer er kann, wählt er den Gangplatz, um zügig davonzukommen. Manchmal hält er inne und beobachtet jemanden, der seine Aufmerksamkeit weckt, und für Momente gelingt es ihm, das Leben für reich und unberechenbar zu halten, bevor er sich wieder seinem Buch oder der Zeitung zuwendet. Meistens hat er beide in der Hand, weil er den Leerlauf des Fliegens nicht mehr gut erträgt. Mechanisch hat sich der Mann die Krawatte gelockert, während sein Blick auf die Zeitungshefte bleibt. Als er mit der korrekten Mischung aus Neugierde und Distanz kurz nach links schaut, sieht er neben sich die braunhaarige junge Frau und eins weiter auf dem Fensterplatz einen Fluggast von Mitte 30, der ihr Mann sein könnte. Er sucht nach Zeichen des Einverständnisses, wie es sich bei Paaren, die oft gemeinsam reisen, ergibt. Weiter denkt der Mann nicht darüber nach. Als der Kapitän sie mit seiner Durchsage vor den Turbulenzen warnt, die zu erwarten sind, besonders im Anflug auf Asturien, hat der Mann sich schon zurechtgesetzt und in den Wirtschaftsteil vertieft. Aber nicht lange. Er ist müde und schließt die Augen, wie er es vor dem Start gern tut. Sein Körper nimmt das Vibrieren der Motoren in sich auf, den Zug der Maschine, die sich der Startbahn zuwendet, dann den Energieschub, der durch den ganzen Apparat geht, als die Triebwerke aufdrehen und das Flugzeug sich in Bewegung setzt. Sie gewinnen Fahrt. Sie heben ab. Dieser Augenblick, das weiß der Mann, ist die Grenzlinie zwischen Jugend und Alter. Früher, er erinnert sich genau, hat er beim Start nach draußen geschaut, nicht nur als Kind, auch als Student. Er wollte die Landebahn, die Autos, die Häuser jenseits der Pisten kleiner werden sehen, um sicherzugehen, dass er den Ort verließ, an dem er sich eine ganze Weile aufgehalten hatte. Inzwischen jedoch schließt er am liebsten die Augen. Oft gelingt es ihm, vor der Landung einzuschlafen und sich vom abhebenden Flugzeug in das Zwischenreich der Wachträume tragen zu lassen. Er verlängert diese Phase, so gut es geht. Manchmal reißt ihn erst eine Lautsprecherdurchsage aus seinem Dämmer. Oder der Fuß der Stewardess, der beim Vorbeigehen aus Versehen den seinen streift.
Er hat sich vorgenommen, einen Termin bei seinem Hausarzt zu machen, gleich am nächsten Tag. Daran denkt er noch. In den letzten Wochen fühlt er sich gehetzt und ausgelaugt. Er muss wirklich erschöpft sein, dass er gleich nach dem Start volle 20 Minuten schläft. Als der Mann aufwacht, hat er sofort das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Er hat einen trockenen Mund und spürt ein Ziehen in der Brust. Dann überprüft er den Sitz seiner Brille, denn er sieht nicht mehr scharf. Eine Bewegung von links lenkt ihn ab, dann ein Geräusch. Die braunhaarige Frau neben ihm hat aufgestöhnt. Der Mann fragt sich, ob er sich verhört hat. Beiläufig schaut er nach links und sieht, dass sich die Hand der Frau so fest um die Armlehne klammert, dass ihre Knöchel weiß werden. Jetzt merkt er es auch. Die Maschine wackelt kräftig, als müsste sie etwas abschütteln, was ihr auf dem Rücken sitzt. Wahrscheinlich haben die Turbulenzen ihn geweckt. Was wäre so schlimm daran, jetzt zu sterben? Er weiß nicht genau, woran er die ungeheure Verkrampfung der Frau spürt, als wäre es seine eigene. Durch ihre angespannte Haltung vielleicht oder ihren stoßweise entweichenden Atem, in den sich Seufzer mischen, einmal auch ein kleines, kaum hörbares Wimmern. Erst glaubt der Mann, die junge Frau folge einer Atemtechnik, die ihr helfe, Anfälle von Flugangst zu überwinden. Dann begreift er, dass sie längst die Kontrolle verloren hat und alles tut, um nicht loszuschreien. Der Mann sieht zu dem Fluggast auf dem Fensterplatz hinüber, aber der schläft. Erstaunlich. Er kann nicht ihr Ehemann sein, sonst hätte sie sich an ihn geklammert. Jetzt ist wieder einer dieser Augenblicke gekommen, sagt sich Christina. Sie fühlt sich nackt, schwach, bloßgestellt. Die Dinge entgleiten ihr, eines nach dem anderen. Erst die Blicke, dann die Körperhaltung, dann die Atmung. Das Flugzeug schwankt, rumpelt, schüttelt sich. Christina weiß nie, was die Ursache ist. Bläst ein mächtiger Wind die Kiste vor sich her? Rutscht die Maschine in ein Loch und sackt unvorhergesehen tiefer? Könnte der Pilot die Kontrolle verlieren? Bevor sie daran denken kann, dass ihre Sitznachbarn vielleicht peinlich berührt sind, fragt sie sich, womit sie das verdient hat. Sie beißt die Lippen zusammen. Sie kennt diese Strecke. Sie glaubte, die übelsten Zustände von Angst und Auflösung überwunden, aber nein, es fängt alles von vorne an. Ist es sehr schlimm? Christina schaut nach rechts und nickt. Der Mann mit der randlosen Brille hat sich zu ihr hinübergebeugt. Er scheint zu spüren, dass sie nichts weiter tun kann. Hier, ich nehme ihre Hand. Das wird alles gut. Christina lässt die Armlehne los. Der Mann hat eine trockene Hand, weder warm noch kühl, die sich jetzt fest um Christinas Rechte schließt. So, sagt er, drücken Sie zu, wenn Sie können. Das hilft. Bauen Sie Energie ab. Dann tut der Mann etwas Ungewöhnliches. Er beugt sich noch näher zu ihr und fängt an, ihr etwas zu erzählen. So wie man sich unter alten Freunden Geschichten erzählt. Nahe am Ohr des anderen. Wissen Sie, sagt er, wissen Sie, wann ich meine Flugangst losgeworden bin? Die übliche Angst vor dem Absturz? In Nordafrika. Wir hatten eine Maschine gechartert und landeten in der marokkanischen Wüste. Ich habe den Namen des Ortes vergessen. Ich weiß nur noch, dass der ganze Flughafen aus einer weiß gestrichenen Baracke bestand, in der ein paar Kissen auf dem Boden lagen. Man gab uns Tee. Ich habe nie wieder so guten Tee getrunken. Die Stimme des Mannes ist angenehm. Er spricht wie jemand, der öffentliches Sprechen gewohnt ist. Der Pilot stand bei uns, wissen Sie, ein junger Kerl. Ich fragte ihn genau das, was Sie wohl auch gern wüssten. Wie gefährlich sind diese elenden Turbulenzen? Laufen wir Gefahr, auf den Boden zu fallen wie ein Stein? Das fragte ich ihn. Wie zur Illustration sackt das Flugzeug plötzlich tiefer. Hier, halten Sie meine Hand fest. Sie drücken gar nicht. Haben Sie keine Kraft mehr? Der Mann lacht leise. Und Christina muss auch lachen, an der Grenze zum Hysterischen, aber es hilft ihr beim Atmen. Ich sage das nicht, um Sie zu trösten, damit Sie es wissen. Die Stimme des Mannes hat einen verschwörerischen Ton angenommen. Sein Mund ist nahe an ihrem rechten Ohr. Sie kann sein asiatisches Aftershave riechen. Ich glaube nicht an Trost, nur an Tapferkeit und Erkenntnis. Er drückt ihr die Hand. Christina fragt sich, ob er Arzt ist. Wissen Sie, fährt er fort, was der junge Pilot mir antwortete?
Er kam aus Valencia, wo wir abgeflogen waren. Ein 3-Stunden-Flug, wenn ich mich richtig erinnere, denn der Pilot musste erst noch den Flugschein für längere Flüge ablegen. Er bereitete sich gerade auf die Prüfung vor. Er antwortete: Vergessen Sie das mit dem Wind und den Turbulenzen, darüber lachen wir. Das ist, als führe ein Auto über Kopfsteinpflaster. Absolut gefahrlos. Es rumpelt, das ist alles. Christina sieht dem Mann zum ersten Mal in die Augen. Nur kurz. Aber es genügt. Seine Augen erinnern sie an das Grau von Regenpfützen. Kopfsteinpflaster, stößt sie hervor, dass ich nicht lache. Das habe ich auch gedacht, sagt der Mann. Kopfsteinpflaster. Und worüber machen wir uns solche Gedanken, nicht wahr? Wir schauen nach unten und glauben, gleich sterben wir. Fallen hinunter. 9 Kilometer tief ins Nichts. Beim Näherkommen im rasenden Flug erkennen wir unsere liebe alte Erde. Und sie ist so schön, dass wir erschauern. Ein allerletztes Mal. Auch wer 30 Jahre lang geflogen ist, glaubt das. Wir Idioten. Aber dann habe ich angefangen nachzudenken. Hier, Sie drücken gar nicht. Keine Scheu, bitte. Zur Bekräftigung drückt er selbst zu. Seine Hand liegt auf der ihren, bedeckt sie. Jetzt umschließen seine Finger ihre Hand fester. Sie wissen, dass Sie mich jederzeit vertreiben können, oder? Kleiner Schlag gegen die Schulter genügt. Er lacht leise. Aber wir müssen noch einmal über das Kopfsteinpflaster sprechen. Ob nicht doch etwas dran ist. Christina lässt sich von seinen Sätzen einlullen. Sie denkt, soll er weiter plappern? Es beruhigt. Und er riecht gut. In diesem Augenblick sackt das Flugzeug so plötzlich tiefer, dass es ihr in den Magen fährt. Sie spürt den Schrecken auf der Kopfhaut und in den Fingerspitzen. Ihr Herzschlag rast. Oh Gott, murmelt sie, ich kann nicht mehr. Der Mann fährt mit seinem kräftigen Daumen über ihre Hand. Denken Sie einfach an Kopfsteinpflaster, das gerade eben. Da haben Sie ein paar größere Steine verarbeitet mit überstehenden Kanten und danach geht es natürlich etwas tiefer. Daher dieses Gefühl, wir sackten weg. Es könnte wieder passieren, aber Sie und ich, wir sind hier sicher. Wir sitzen in einem bequemen alten Auto, das über eine gepflasterte Straße rollt. Nicht mehr, nicht weniger. Ich habe den jungen Piloten noch etwas gefragt. Was? Ich fragte ihn, wovor er Angst hat. Wenn es der Wind und die Turbulenzen nicht sind. Wissen Sie, was er mir sagte? Was? Feuer. Ah. Feuer? Nichts anderes. Sehen Sie hier irgendwo Feuer? Nein, sagt Christina. Schauen Sie sich in Ruhe um, sagt der Mann, während er ihre Hand massiert. Riechen Sie Feuer? Nein. Na also, wir sind so sicher wie in Abrahams Schoß. Erzählen Sie mir, wo Sie herkommen, was Sie machen. Verkürzen Sie mir die Zeit. Der Mann sieht sie an und erst als Christina seinen Blick erwidert, lächelt er. Ich wohne in Madrid, sagt Christina. Aber seit 6 Wochen arbeite ich bei einer Softwarefirma in Oviedo. Es wird nur für ein paar Monate sein. Erfahrungen sammeln. Sie schließt die Augen. So schlimm wie heute war es noch nie. Schöne Stadt, Oviedo, sagt er. Bin leider nicht so oft da, wie ich gern wäre. Wenn Sie das jeden Sonntagabend machen, sollten Sie darüber nachdenken, mit dem Zug zu fahren. Keine ganz schnelle Verbindung, aber sehr angenehm. Ich weiß. Dasselbe gilt für mich. Ich sollte auch weniger fliegen. Wir sollten beide aussteigen, sagt Christina. Gleich hier. Der Mann lacht, aber gequält, als müsste er einen Schmerz unterdrücken. Er lässt ihre Hand los. Ich muss an einen Song von Elvis denken, sagt er mit gepresster Stimme. Spanish Eyes. Kennen Sie den? Das Flugzeug rumpelt wieder. Erst ein wenig, dann stärker, sodass sie beide verstummen. Jetzt ist es an ihm, die Augen zu schließen und sich an die Armlehne zu klammern. Er weiß, dass es Erschöpfung ist, aber da ist noch mehr. Wenn nur die Schmerzen in der Brust nicht wären. Der Mann versucht ruhig ein- und auszuatmen, aber er hat das Gefühl, die Luft reiche nicht aus. Was ist das in seiner Brust? Ein Ziehen? Ein Stechen? Da ist etwas, sagt er. Und will weitersprechen, doch er schafft es nicht. Was? Etwas Komisches. Spanish Eyes, sagt sie. Was wollten Sie damit sagen? Er hat das Gefühl, davon zu treiben, aber er will der Frau noch sagen, dass
ihre Gegenwart ihm hilft. Dass es ihm leid tut, sie zu beunruhigen, denn so viel spürt er selbst, er gibt Anlass zu Besorgnis. Er zerrt am Knoten der Krawatte, aber sie ist schon gelockert. Auch der oberste Hemdknopf ist geöffnet. Alles in Ordnung mit Ihnen? Christina legt dem Mann die Hand auf den Unterarm. Sie sind total blass. Soll ich um Wasser bitten? Sagen Sie was, bitte. Der Mann nickt. Mit einer fahrigen Bewegung wischt er sich den Schweiß von der Stirn. Der Schmerz, der ihm durch die Brust fährt, bringt ihn dazu, die Augen zuzupressen und sich auf die Lippen zu beißen. Etwas rauscht in seinen Ohren, aber er hat noch Zeit zu denken. Merkwürdig, dass es mich kümmert, wie ich jetzt in den Augen dieser jungen Frau wirke. Gott, denkt er, lass mich hier nicht zusammensinken. Lass mich nicht allein. Den Rest erzählt Christina ihrer Freundin Laura so, wie sie es in den nächsten Minuten erlebt, mit glasklarer Wahrnehmung, wie man sie selten hat. Erst recht nicht unter solchen Umständen, denn der Flug bleibt bis zur Landung schlimm. Ein ständiges Heben und Senken, ein wütendes Rütteln, das unaufhörliche Ächzen in den Flügeln, das in Christinas Ohren klingt, wie die Klage des Materials darüber, dass es in dieser Flughöhe den ärgsten Strapazen ausgesetzt wird. Gleich, denkt sie, gleich springen die Schrauben heraus und die ganze Kiste bricht auseinander. Erst als ich fast sicher war, sagt sie zu Laura, dass wir kurz vor der Landung noch abstürzen, wurde ich ruhig. Kannst du dir das vorstellen? Unter ihnen kommen im abendlichen Dämmerlicht die sanft geschwungenen Hügel Asturiens näher. Sie sehen aus wie träge, rollende Wogen. Verwandte der grauen Wellen des Atlantiks ein Stück weiter nördlich. Selbst aus großer Entfernung erkennt Christina, wie heftig der Wind an den Bäumen zerrt. Ein Plastikbecher rollt im Gang hin und her. Die Stewardessen haben sich auf ihre Sitze verzogen und angeschnallt. Kopfsteinpflaster, denkt Christina, dass ich nicht lache. Sie legt dem Mann, der zusammengesunken und mit geschlossenen Augen dasitzt, die Hand auf die Schulter. Er soll wissen, dass sie da ist. Als die Maschine sich schräg legt und die letzte große Linkskurve nimmt, um parallel zur Atlantikküste die Landebahn anzusteuern, verstärkt Christina den Druck ihrer Hand auf die Schulter des Mannes, damit er nicht gegen sie kippt. Sie beugt sich zu ihm hinüber und spricht ihm ins Ohr. Wieder riecht sie das asiatische Aftershave, aber schwächer als vorher. »Bald haben wir es geschafft«, sagt sie. »Keine Sorge. Gleich wird sich jemand um sie kümmern. Hey, nicht wegdämmern. Sagen Sie doch was. Wie war das mit dem Song von Elvis? Sie wollten doch davon erzählen, verdammt.« Christina redet noch auf ihn ein, als sie längst gelandet sind und die letzten Meter zur Parkposition rollen. Sie hat sich abgeschnallt und ist aufgestanden, um dem Flugpersonal zu signalisieren, dass es einen Notfall gibt. Eine Stewardess ruft, sie solle sich hinsetzen, aber Christina bleibt stehen. Die Stewardess wird wütend und schreit, sie solle sitzen bleiben. Sie gefährde die Sicherheit der Passagiere, das werde ein Nachspiel haben. Christina ruft, der Mann braucht eine Trage, schnell, es geht ihm schlecht. Setzen Sie sich hin, zum letzten Mal. Und? Fragt Laura. Was ist aus ihm geworden? Ich weiß es nicht, sagt Christina. Was? Du hast dich doch um ihn gekümmert. Du hast dieser dummen Stewardess gesagt, dass es sich um einen Notfall handelt und sie sich ihre Bestimmungen irgendwo hinstecken kann, oder? Christina schaut vor sich hin, auf ihre Hände. Nein. Ich habe gewartet, wie es mir befohlen wurde, und seine Hand gehalten. Das habe ich. Er hat sich in seinem Sitz kaum noch bewegt. Er muss starke Schmerzen gehabt haben. Herzinfarkt? Kann sein. Eigentlich war er zu jung dafür. Laura sagt, jeder, der einen Herzinfarkt hat, ist im Herzinfarktalter. Ich weiß, sagt Christina. In seiner Hand war kein Leben mehr. Ich habe sie trotzdem gehalten. Das andere habe ich dem Flugpersonal überlassen. Und du weißt nicht einmal, ob er durchgekommen ist, sagt Laura. Christina sieht ihre Freundin an. Ich habe gesehen, wie sie ihn eilig rausgetragen haben. Dann bin ich auch raus. Von hinten wurde gedrängelt. Laura schüttelt den Kopf. Manchmal verstehe ich dich nicht. Ich habe es selbst nicht verstanden, sagt Christina. Erst später, als ich um ihn geweint habe, da wusste ich, dass ich ihn mir weiterhin lebendig wünsche,
so stark und tief wünsche, dass es ihm gut geht mit seinen Händen und dieser Stimme, diesen grauen Augen. Verstehst du? Ich wollte es nicht genauer wissen. Ich hätte es nicht ertragen. Tina hilft. Vielen Dank, dass Sie sich zu diesem Gespräch bereit erklärt haben, sagte der Mann und zückte den Kugelschreiber, notierte etwas in seinem Heft und blickte auf. Wir sind dankbar, wenn Menschen uns von ihrer Zeit geben, um etwas gegen die Armut zu tun. Es ist für niemanden leicht bei diesen wirtschaftlichen Aussichten, das ist uns sehr bewusst. Er leckte sich über die Lippen. Ich kann Sie Christina nennen, nicht wahr? Christina, wie sind Sie auf unsere Webseite gekommen? Hat Ihnen jemand davon erzählt? Waren Sie auf der Suche nach solchen Initiativen? Das kann ich eigentlich nicht sagen. Sie verstummte. Das war überhaupt nicht ihre Art. Sie hörte sich selten schweigen, wenn es etwas zu sagen gab. Und es gab so viel zu sagen. Ohne länger nachzudenken, hatte sie dem Treffen 2 Tage zuvor zugestimmt, war sich jetzt aber nicht mehr sicher, dass es eine gute Idee gewesen war. Ich glaube, ich habe nur getan, was ich für richtig hielt. Man will etwas tun. Der Mann notierte etwas in seinem Heft. Das machte Christina nervös. Hören Sie, sagte sie, könnten wir einen Augenblick, könnten wir ohne Notizen sprechen? Nur kurz, bis der Kaffee kommt. Der Mann blickte auf. Er hatte sich am Telefon als Oscar vorgestellt. Oscar Galvez von der Aktion gegen Armut. Er kenne den Webmaster, sagte er, stehe mit ihm in engem Kontakt und kümmere sich um die Außenwirkung. Man wolle die Webseite besser bekannt machen und in der Öffentlichkeit verankern. Man müsse mit dem Thema der sozialen Not punkten. Christina hatten diese Ausdrücke nicht besonders gefallen, aber sie war nicht von gestern. Sie wusste, dass PR heute oft wichtiger war als das Anliegen selbst. Also hatte sie zugestimmt, ohne zu fragen, woher Oscar ihre private Telefonnummer hatte. Sie schlug einen Kaffee in der Nähe des Büros vor, zur Mittagszeit. Ohne Notizen? Oscar war einen Moment ratlos. Naja, wir haben unseren Fragebogen, der uns verrät, wie die Webseite bei den Usern ankommt, aber wenn... Gut, was wollen Sie mir erzählen? Hier, ich lege den Stift weg. Er lächelte und sein Gesicht wurde jünger. Christina schätzte ihn auf Mitte 30. Er sah sie erwartungsvoll an. Christina musste ihre Gedanken ordnen. Genau betrachtet hatte sie noch nicht alles durchdacht. Sie hatte geholfen, spontan, wie sie es immer tat. Sie war ihrem Herzen gefolgt. Ihr Lebensgefährte Alfredo und ihre Freunde wussten, wie schnell sie Entscheidungen traf. Manchmal nannte Alfredo sie emotional, aber sie empfand es ganz anders, als völlig normale menschliche Reaktion. Wenn sie einmal Kinder hätte, würde sie ihnen alles zeigen, wie man mit offenen Augen durch die Welt läuft, wie man sich um andere kümmert und all das. Als sie die ersten Essenspakete gepackt und bei Alcampo Wäsche gekauft hatte, da wusste Alfredo noch nichts davon, stellte Christina sich tatsächlich vor, wie ihre Kinder neben ihr stünden und ihr interessiert zusehen. Ihr Großer, sie wünschte sich zuerst einen Jungen, würde von den Armen sprechen, sobald er aus dem Kindergarten käme, und die Kleine würde es ganz süß nachplappern. Christina wusste, dass diese Lektionen prägend waren. Soziales Gewissen musste vorgelebt werden. Merkwürdigerweise tauchte Alfredo in diesen Fantasien nicht auf und manchmal gab ihr das zu denken. Vielleicht ist es ja auch Teil des Fragebogens, sagte sie, wie man dazu kommt, sich um seine Mitmenschen zu kümmern, was einem dabei durch den Kopf geht. Die Motive, sagte Oscar sanft. Genau, die Motive. Ich weiß es nicht. Gibt es sehr viele Menschen, die bei der Aktion gegen Armut mitmachen? Haben Sie auch einen Fragebogen dabei, sagte Oscar und lachte auf. Dann raus damit, auf den Tisch, und seine Hand klopfte auf die Stelle, wo er ihren Fragebogen zu sehen wünschte. Aber im Ernst, wir bekommen 300.000 Klicks im Monat. Tendenz steigend. Sie haben es ja gesehen. Sie, Christina, sind aus eigenem Antrieb über die Webseite mit bedürftigen Menschen in Kontakt getreten. Was dabei geschieht bei diesem Kontakt, das ist eine Sache zwischen dem Helfenden und dem Bedürftigen. Manches spielt sich auf der Webseite ab, der erste Austausch, die Details der Übergabe, doch das Wesentliche entzieht sich unserem Blick.
wie es weitergeht, das regeln die Menschen untereinander. So war es doch auch bei Ihnen. Wollen Sie mir davon nicht einmal erzählen? Gut, sagte Christina und sammelte sich, obwohl sie das Gefühl nicht los wurde, dass mit dem, was sie jetzt sagen würde, zum ersten Mal etwas Fremdes in ihr kleines Haus der Wohltätigkeit eindrang. Bisher war es allein ihre Sache gewesen, wie sie sich für notleidende Menschen engagierte. Jetzt wurde es statistisch erfasst. Ich glaube, sagte sie, ich glaube, es war das Radio. Sie sah zum Tresen hinüber, ob sich jemand um ihre Bestellung kümmerte. Genau, ich hörte Radio im Auto. Sie sprachen über Suppenküchen. Dass immer mehr Menschen in diese Suppenküchen gehen, um sich ihr Essen zu holen. Dass es bei vielen nicht mehr zum Leben reicht. Meinten Sie das? Oskar nickte. Wir nennen das Auslöser oder Initialzündung, wenn die Erkenntnis eintrifft wie ein Flash. Fahren Sie fort. Christina hatte auch genickt, nachdem Oskar mit dem Nicken begonnen hatte. Eigentlich wollte sie unentwegt nicken, weil es doch so offensichtlich war. In der Sendung, sagte sie, hieß es, dass es diese Suppenküchen und Essenstafeln jetzt überall gibt und dass die Hilfsorganisationen mit den Lieferungen gar nicht mehr nachkommen. Das trifft zu. Und als sie aufzählten, wo es überall Suppenküchen gibt, war ich erstaunt. Nein, das ist nicht das richtige Wort. Ich war erschreckt. Ich war erschreckt darüber, dass es in meinem Land Dinge gibt, von denen ich keine Ahnung hatte. Das soll Spanien sein? Ich meine, ich kannte das Wort Suppenküche, aber ich hatte noch nie eine gesehen. Ich habe noch nie in einer gegessen. Sie spürte, dass ihr Atem schneller ging. Haben Sie schon einmal in einer Suppenküche gegessen? Natürlich. Oh, sagte sie. Und ist es... Sie schaute wieder zum Tresen, wann endlich der Kaffee käme. Ist es reichlich, dieses Essen? Wollen Sie das fragen? Oskar sah sie unverwandt an. Ist es gut? Wollen Sie das fragen? Seine Hand lag auf dem Kugelschreiber, nahm ihn aber nicht auf. Das kommt darauf an, was Sie unter gut verstehen. Die Menschen, die in Suppenküchen essen, stellen sich diese Frage nicht. Und wissen Sie, warum nicht? Christina nickte verlegen. Oskar ließ die Stille noch etwas nachwirken. Was haben Sie dann gemacht, Christina, nachdem Sie die Radiosendung gehört hatten? Ja, das war ungewöhnlich. Die Sache hat mich nicht losgelassen. Kennen Sie das, wenn einen etwas verfolgt? Ich wollte nicht akzeptieren, glaube ich, dass dies mein Land war, dass wir alle, nicht alle natürlich, aber ein großer Teil unserer Bekannten und Freunde, Menschen unserer Schicht, dass wir ruhig weiterleben wie bisher und nichts tun, während bei uns so etwas passiert. Die Zahlen, die in dieser Sendung genannt wurden, die waren grauenhaft. Ich halte mich für einen gut informierten Menschen. Ich lese Zeitungen, sehe die Fernsehnachrichten, aber irgendwie, glaube ich, ist uns das allen entgangen. Nicht allen, Christina. Natürlich nicht, sagte sie und senkte den Kopf. Als sie ihn wieder hob, sah sie, dass Oskar seinen Fragebogen studierte. Wie dumm sie sich verhielt. Erst stimmte sie dieser Verabredung zu und dann erzählte sie belangloses Zeug wie ein Hühnchen und gab Meinungen von sich, die nicht zur Sache gehörten. Schuldbewusst suchte sie nach einem Satz, der es wieder gut machte. Sie stahl Oskar die Zeit, obwohl da war etwas an seinem Verhalten, das sie beunruhigte. Als wisse er mehr über sie, als sie preisgegeben hatte, als sei er schon bestens informiert zu ihrer Verabredung gekommen. »Christina, was arbeiten Sie, wenn ich fragen darf?« »Ich bin als IT-Spezialistin in der aeronautischen Industrie beschäftigt.« »Verwaltung?« »Entwicklung.« »Kompliment. Das schaffen nicht viele Frauen, könnte ich mir denken.« »Ach, es gibt einige bei uns. Nicht viele, das nicht, aber einige. Wir haben einen fortschrittlichen Arbeitgeber.« »Und einen guten, nehme ich an.« »Ich darf nicht über Einzelheiten sprechen.« Sie lachte verschwörerisch und fand ihr Lachen sofort albern. »Strengste Sicherheitsvorschriften.« »Verstehe«, sagte Oskar. »Da will ich nicht nachbohren. Es ging mir auch nur um die Frage, ob Sie, sagen wir, finanziell gut gestellt sind. Ihr Mann oder Lebenspartner arbeitet auch?« »Mein...« »Ich ging davon aus, dass Sie gebunden sind.« »Ah«, sagte sie und lachte nervös. »Ja.« Er sah sie zum ersten Mal mit offenem, belustigten Blick an. Christina konnte sich vorstellen, dass Oskar nett war.
Ein fixer Kopf, das auf jeden Fall, aber das schloss Herzensgüte nicht aus. »Wollen Sie mir denn jetzt mal erzählen«, sagte er, »wie Sie auf unsere Webseite gestoßen sind?« »Gern«, sagte sie und war froh, zum Thema zurückkehren zu können. »Ich habe im Computer Armut in Spanien eingegeben. Und dann soziale Not, verschiedene Sachen. Da hatte ich es ganz schnell. Mir gefiel der Name, Aktion gegen Armut. Und dann habe ich gesehen, was dort los war. Ich habe mich richtig festgelesen. Mir sind die Tränen gekommen, das kann ich ruhig sagen.« »Solcher Tränen muss man sich nicht schämen. Ich wünschte, Christina, viele würden diese Tränen weinen.« Bitterkeit schwang in dem Satz mit. Erfahrungen womöglich, von denen Christina sich keinen Begriff machte. »Sie haben bestimmt schon viel gesehen«, sagte sie mit Empfindung. Sie war versucht, seine Hand zu streicheln, die nahe der ihren auf dem Tisch lag, am oberen Rand seines Blocks. Aber sie hatte Angst, ihre Geste könne missverstanden werden. Es muss schwierig sein. »Was soll man machen? Es tut gut, auf Verständnis zu stoßen«, er seufzte. »Also, was geschah dann, nachdem Sie am Computer geweint hatten?« »Was? Ich habe nicht am Computer geweint.« »Nein? Wo denn dann, Christina?« »Im Schlafzimmer.« Sie lehnte sich zurück und blickte über seinen Kopf hinweg zu den Whisky- und Brandyflaschen hinter dem Tresen. »Ich habe im Schlafzimmer geweint«, wiederholte sie mit fester Stimme. »Warum sollte Oskar es nicht wissen?« Sie hatte im Schlafzimmer geweint, auf die linke Seite gerollt, wie sie es immer tat. Mit der rechten Hand hatte sie sich die Tränen abgewischt, wie um zu sagen, »nicht so schlimm, es ist gleich vorbei.« »Das tut mir leid«, sagte er. »Danke.« Sie strich ihm über die Hand und Oskar drehte sie, um kurz ihre Finger zu drücken. Die Seinen waren schlank, wie die Finger eines Klavierspielers. »Danke«, wiederholte sie, »nicht so schlimm. Man weint manchmal. Was wäre das Leben ohne Tränen?« Sie fragte sich, wo sie diesen dummen Satz aufgeschnappt hatte. »Oskar, wo waren wir?« »Die Webseite.« »Ja, die Stunden, die ich vor eurer Webseite verbracht habe. Ich war wirklich beeindruckt. Wir können uns duzen, Oskar, in Ordnung? Alles andere käme mir sehr förmlich vor.« »Gern, Christina.« »Das kannst du dem Webmaster weitergeben, mit schönen Grüßen von mir, wie beeindruckend die Texte sind, die ich auf dieser Webseite gelesen habe. Manche waren wie ein Aufschrei.« »Es ist wichtig für die Menschen, von ihrem Anliegen zu sprechen«, sagte Oskar, »über das, was ihnen fehlt. Wir haben sogar Online-Psychotherapie. Auch unsere Tauschbörse findet großen Anklang.« »Ja, habe ich gesehen. Das fand ich toll. Ich meine, vom Design her ließe sich noch einiges an der Seite verbessern. Sie wirkt ziemlich handgestrickt, wenn du mich fragst. All die Unterstreichungen und die bunten Farben. Da müsstet ihr mal einen guten Webdesigner ranlassen, aber darauf kommt es nicht an. Die Webseite überzeugt durch Authentizität. Sie ist echt, fast roh. Wie die Wahrheit, von der sie berichtet.« »Genau, wie die Wahrheit. Am späten Abend musste ich gleich meinem Freund davon erzählen. Ich konnte nicht länger warten. Weißt du, Alfredo arbeitet spät.« »Du musstest dein Erlebnis mit jemandem teilen. Das kann ich gut verstehen.« Oskar lächelte und mit seinem wuscheligen dunklen Haar sah er aus wie ein Student. Christina nickte und lächelte auch. »Jetzt verrate ich dir was ganz Verrücktes. Ich habe mir vorgestellt, wie ich meinen Kindern davon erzählen würde. Ich meine, wir haben noch keine Kinder, Alfredo und ich, aber die Vorstellung kam ganz automatisch. Wie eine Fotografie von der Zukunft. Ich sah uns in der Küche, die Kinder und mich. Ich habe sogar gesehen, dass die Kleine mit ihren Händchen noch nicht ganz die Tischkante erreicht.« Sie lächelte wieder. Sie fühlte sich auf einmal viel entspannter. Dann wurde mir klar, dass mir sehr viel daran liegen würde, ihnen sofort von allem zu erzählen, weißt du? Zum Beispiel, dass es Kinder in ihrem Alter gibt, die viel weniger haben als sie und nicht einmal zu Weihnachten Spielzeug bekommen. Dass wir, die Großen und die Kleinen, eine besondere Verantwortung tragen. Oskar nickte. »Man kann nicht früh genug damit anfangen, es vorzuleben.« »Soziales Gewissen«, sagte Christina schnell. »Stimmt?« »Das habe ich Alfredo auch gesagt. Er war nämlich gar nicht begeistert von der Idee, dass ich mit den Bedürftigen Kontakt aufnehme. Er sagte,
Wer weiß, worauf du dich da einlässt. Ich traue diesem Internet nicht. Lass die Leute auf keinen Fall in die Wohnung, schon gar nicht, wenn ich nicht da bin. Ich war ziemlich wütend auf ihn, das kann ich dir sagen. Es ging mir um Hilfspakete, Herrgott. Männer können so prinzipiell sein. Oskar nickte unmerklich. Alfredo hat mir den Wind aus den Segeln genommen. Ist das der richtige Ausdruck? Man könnte auch sagen, er hat dir die Flügel gestutzt. Ja, sagte sie nachdenklich. Alfredo hat mir die Flügel gestutzt. Und ich finde, gerade bei diesem Thema hätte er das nicht tun dürfen. Nicht, dass es das erste Mal gewesen wäre. Ach, vergessen wir es. Ich war enttäuscht von ihm. Das kann ich ehrlich sagen. Ach, Oskar, es gibt so viel Nichtiges im Leben. Als ob man ständig Schlingpflanzen weghacken müsste, um auf das Wesentliche zu stoßen. Jeder hat seine Prioritäten, Christina. Jeder einzelne von uns. Ich habe die Nachrichten gesehen, die du auf der Webseite gepostet hast. Seine schlanke Hand ruhte auf dem Schreibblock, der zu ihrem Fall bisher kaum mehr als 3 Zeilen enthielt. Oskar schien den Fragebogen völlig vergessen zu haben. Der Webmaster und ich, sagte er, wir glauben beide, dass du von allen die besten Nachrichten geschrieben hast. Ich sage das nicht so dahin. Dort schreiben viele 100 Leute. Aber du bist einzigartig. Im Ernst? Christina spürte, wie sie errötete. Das ist... Im Ernst, ja. Es ist eine sehr feine Linie, die Hilfsbereitschaft von Gönnerhaftigkeit trennt. Aber du hast einen Ton getroffen, der die Bedürftigen anspricht, der sie erreicht, der ihnen, wie soll ich sagen, ihre Würde lässt. Das freut mich sehr, Oskar. Es tut gut, das zu hören. Man macht es ja nicht wegen der Anerkennung, aber man will auch nicht unter Verdacht gestellt werden. Wie Alfredo es tat, wollte sie hinzufügen, schluckte es aber hinunter. Oskar sah sie an. Sie spürte bei ihm, sie wusste nicht, was es war, ein Wissen um wichtige Zusammenhänge, um Dinge, die zählten. Es machte sie verlegen, dass er sie mit seiner ruhigen Aufmerksamkeit ansah. Sie strich sich durchs Haar. Dann sah sie auf die Uhr. Sag mal, Sie scheinen uns hier wirklich vergessen zu haben. Unseren Kaffee. Ich glaube, ich hätte Lust auf ein Glas Weißwein. Ein paar Minuten habe ich noch. Wie steht's mit dir? Kannst du der Bedienung winken? Sie bestellten jeder ein Glas Weißwein. Diesmal ging es schnell. Die Bedienung, die vor langer Zeit ihren Kaffee notiert hatte, war schon gegangen. Fast besser so, sagte Christina, als sie miteinander anstießen. Eigentlich bestelle ich Kaffee nur aus Gewohnheit. Aber sag mir Bescheid, wenn ich Unsinn rede, hörst du? Ich will nicht, dass man den Weißwein im Fragebogen liest. Sie nahm einen Schluck und lächelte. Zum ersten Mal, seit sie mit den Hilfspaketen angefangen hatte, fühlte sie sich anerkannt. Als Alfredo ihr nach dem 5. Paket eine Szene gemacht hatte, ging sie dazu über, die Sendungen vom Büro aus zu organisieren. Aber sie war verletzt. Er wollte ihr einreden, sie tue etwas Schlechtes, das sie verheimlichen müsse. Sie wusste selbst noch nicht genau, wie weit sie ihr Engagement treiben wollte. Sie hatte sich keine Quote gesetzt. Bisher hatten ihre Pakete viel Gutes gestiftet. Und bei der Weitergabe ihrer persönlichen Daten war sie extrem vorsichtig. Sie hatte sich einen Alias-Namen zugelegt, unter dem sie auf dieser Webseite auftrat. Tina hilft, in einem Wort. Den Namen fand sie überaus zutreffend. Tina hilft. Tina half eher Frauen als Männern, weil Frauen, wie Tina fand, besser mit Geld umgehen konnten und weniger tranken. Frauen zeigten überhaupt mehr Verantwortung. Sie beherrschten das Verteilen der Waren. Deshalb hatte bisher noch kein Mann, der sie um Hilfe bat, vor ihrem prüfenden Blick Gnade gefunden. Tina wollte noch nicht einmal, dass die Bedürftigen sie, ihre Wohltäterin, kennenlernten, so wenig wie Tina die Bedürftigen, denen sie half, kennenlernen wollte. Tina war nicht auf Dank aus, nicht auf Lob oder Anerkennung. Tina begehrte gegen soziale Ungerechtigkeit auf und wollte tun, was in ihrer Macht stand, nicht mehr und nicht weniger. Die Vorstellung, dass die armen Frauen, denen sie half, sich durch Tinas Gaben beschämt fühlen könnten, war ihr unangenehm. Nein, das alles ließ sich heutzutage anonym regeln. Tina half gern, aber sie agierte im Schatten.
Nur bei einer Venezolanerin hatte Christina eine Ausnahme gemacht und sich mit ihr persönlich verabredet. Sie hatte beschlossen, ihr Umstandskleidung zu kaufen. Die Venezolanerin Wendy war groß und stämmig. Sie war noch nicht lange in Madrid und Christina sah voraus, dass sie Schwierigkeiten haben würde, etwas in ihrer Größe zu finden. Eine Mittagspause und das Problem war gelöst. Was immer Alfredo auch davon halten mochte, Christina hatte Wendy einen Weg aus ihrer Notlage gewiesen. Was war so schlecht daran, wenn die Wohlhabenderen etwas von ihrem Geld abgaben? »Wo waren wir stehen geblieben, Oskar?«, sagte Christina, nachdem sie einen großen Schluck Wein getrunken hatte. Sie fühlte sich unternehmungslustig und beugte sich vor. Jetzt war sie froh, dass sie sich mit Oskar verabredet hatte. Das Gespräch mit ihm erweiterte ihre Perspektive. In gewissem Sinn rückte es die Dinge wieder zurecht, die Alfredo mit seinem albernen Misstrauen in Unordnung gebracht hatte. »Was sind deine Kriterien?«, sagte Oskar. »Das würde mich noch interessieren. Wie wählst du aus? Warum nimmst du mit dem einen Menschen Kontakt auf, mit dem anderen dagegen nicht?« »Man kann nicht allen helfen, ist mein Motto.« Sie lachte und zuckte die Schultern. Als sie sah, dass er kaum etwas von seinem Wein getrunken hatte, war sie drauf und dran, ihm zu sagen, er sei ein Spielverderber. »Dein Motto? Christina, was heißt das?« »Hör zu, meine Zunge ist schon ein bisschen schwer. Ich meine, es gibt einfach zu viele von diesen Armen. Nach dem ersten Besuch auf eurer Webseite hat mir der Kopf gebrummt. Puh, und dann das amateurhafte Design in Grün und Rot und Gelber. Aber das habe ich dir auch alles schon erzählt. Am Ende, glaube ich, blieben die übrig, die ich sympathisch fand.« »Und wann«, sagte er langsam, »findest du jemanden sympathisch? Was müssen die Armen tun, um deine Anteilnahme zu wecken?« »Oskar«, sagte sie und verzog den Mund wie ein Schulmädchen, »das ist eine ganz hässliche Frage. Darauf will ich nicht antworten. Es ist aber die allerwichtigste Frage in meinem Fragebogen.« »Welchem Fragebogen? Du hast doch kaum was notiert. Sieh mal, du hast kaum von deinem Wein getrunken.« »Nur diese eine Frage, Christina, Ehrenwort. Dann sind wir fertig.« »Gut«, sagte sie, »wenn du es fest versprichst. Ich hatte gerade angefangen, dich ein bisschen zu mögen.« »Wie war die Frage?« »Ah, wie ich auswähle. Was möchtest du denn hören?« »Ich möchte nur hören, wie du es machst«, sagte er. Seine Augen waren ganz klein geworden. »Warum du... was deine Kriterien sind?« Er brachte die Worte heraus und verstummte. Sie spürte, dass für ihn viel von ihrer Antwort abhing. Er schien auf ihre nächsten Worte zu lauern. Was konnte für Oskar von ihrer Antwort abhängen? Sie nahm noch einen Schluck Wein, diesmal einen kleinen. Der Verdacht stand plötzlich vor ihr, als wäre er durch die Tür des Cafés getreten, als hätte sich der Verdacht zu ihnen an den Tisch gesetzt und sähe ihnen zu. Sie schämte sich dafür, aber sie errötete nicht. Zum ersten Mal, seit sie zusammen am Tisch saßen, musterte sie Oskar mit einem langen, kritischen Blick. Es war der furchtlose Blick, den ihre Vorgesetzten an ihr schätzten. Sie sah seine Jeans aus dem Großhandel, die dünne Windjacke und das billige, oft gewaschene Hemd. So verharrten sie eine Weile. Als Oskar sich räusperte und zur Seite sah, entspannte sie sich. Wer konnte von ihr verlangen, alles zu tragen? »Du hast mir geschrieben, stimmt's?« »Auf der Webseite. Du hast Tina geschrieben.« »Ja«, sagte er. Christina wartete. »Aber sie hat mich nicht beachtet. Mein Fall war ihr nicht wichtig genug.« Er nickte unmerklich, wie um eine Lebensweisheit zu bekräftigen. »Oder ich war ihr nicht sympathisch genug. Wer weiß?« Er lachte spöttisch. Sie hielt seinen Blick stand, bis er die Augen niederschlug. Dann sagte sie, »Tina mag es, wenn sie höflich sind.« Sie sprach mit sanfter Stimme, als tröste sie ein Kind. »Tina gibt armen Frauen den Vorzug vor armen Männern. Und sie hat eine Schwäche für gute Rechtschreibung.« Er schwieg. Christina meinte noch, den Nachklang ihrer Sätze zu hören, aber das musste Einbildung sein. Plötzlich ertönte vom Tresen her das Zischen der Espressomaschine, so dass sie beide erschraken und hinübersahen, froh, von ihrem Gespräch abgelenkt zu werden.
Doch mehr geschah nicht. Die Espressomaschine verstummte. So saßen sie, und die Minuten zogen vorüber. Sie saßen, ohne zu wissen, ob sie gehen oder bleiben sollten. Keines Wortes mächtig. Und irgendwann im Lauf der Minuten, wenn auch nicht zur selben Zeit, dachten beide, es geschieht mir recht. Sie hörten den Schriftsteller Paul Ingendey. Er las die beiden Erzählungen »Tina hilft« und »Kopfsteinpflaster«, die zusammen mit anderen Erzählungen in seinem Buch »Die Nacht von Madrid« erschienen sind.